Am 22. März wählen die Katholikinnen und Katholiken in Baden-Württemberg neue Räte für ihre Kirchengemeinden. Weihbischof Matthäus Karrer ist seitens der Diözese verantwortlich für die Wahl. Dr. Johannes Warmbrunn steht als Sprecher des Diözesanrats für die Räte in den Gemeinden, Dekanaten und auf Diözesanebene. Herr Warmbrunn, was bedeuten die Räte für Sie? Die Räte gehören zweifellos zum Rückgrat unserer Diözese. Wir haben wichtige Aufgaben, wenn es um die Gestaltung des Gemeindelebens geht. Wir hören erst einmal zu, das ist sehr wichtig, wir hören in die Gemeinden hinein, aber wir werden auch gehört und wir können wirksam mitbestimmen. Wir haben ein Rottenburger Modell in unserer Diözese. Das ist das Einzigartige in Deutschland, dass wir auch in der Kirchensteuervertretung aktiv sind und dort auch letztendlich bestimmen können. Deswegen haben wir auch viele Möglichkeiten mitzugestalten, mitzuwirken. Da möchte ich auch darum bitten, dass diese Möglichkeiten auch wahrgenommen werden. Es geht ja jetzt in dieser schweren Zeit auch um viel. Es geht um die Glaubwürdigkeit unserer Kirche und da ist es eben auch wichtig, dass wir in den Kirchengemeinderäten die Möglichkeit haben, unsere Meinungen einzubringen und auch letztlich mitzugestalten, wenn es um die Zukunft unserer Kirche geht. Herr Karrer, noch 2,5 Monate bis zur Wahl. Der Januar ist die heiße Phase der Kandidatensuche. Sicherlich haben viele die Weihnachtspause genutzt, sich Gedanken zu machen, ob sie antreten wollen oder nicht. Welchen Motivationsschub können Sie jenen geben, die sich darüber Gedanken machen? Über die Weihnachtstage habe ich auch mit vielen Freunden und Bekannten darüber diskutiert und versucht, viele zu ermutigen, sich bereit zu erklären, zu kandidieren. Und meine Argumentation war oft, es geht darum, mitzuentscheiden und mitzugestalten. Und wenn wir in der Gesellschaft, wie in der Kirche von Demokratie reden, dann ist das ein zentraler Punkt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir diese Kompetenz von vielen Frauen, Männern, Jugendlichen brauchen, um eine gute Zukunft zu gestalten. Und ich sage ganz einfach, es ist oft eine spannende Zeit. Es gibt auch Konflikte, es ist auch anstrengend. Aber wer nicht mitentscheiden, mitgestalten kann, sollte sich auch danach nicht beschweren, wenn die Entscheidungen nicht so ausgefallen sind, wie er es sich vorstellen kann. Von dem her motiviere ich immer einfach hineinzugehen und sei es nur 2 Jahre dabei zu sein, gerade bei Jugendlichen, um ihre Sichtweise für die Zukunft mit einzubringen. Die katholische Kirche in Deutschland beginnt mit dem neuen Jahr den synodalen Weg, um strittige Themen anzupacken und einer Lösung zuzuführen. Macht und Gewaltenteilung, Sexualität und Frauen sind die relevanten Themen. Herr Warnbrunn, welche Rolle spielen die Kirchengemeinderäte bei der besseren Verteilung der Macht in der Kirche? Ich denke, die Kirchengemeinderäte können da eine ganz wichtige Rolle einnehmen. Zunächst mal wird dieser Prozess des synodalen Wegs vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken verantwortet, gemeinsam mit der deutschen Bischofskonferenz. Aber das, was jetzt dort beraten wird, können wir auch auf der Ebene der Kirchengemeinde leben. Es geht da darum, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Und das muss natürlich nicht nur auf den oberen Ebenen, sondern auch an der Basis ganz besonders gelebt werden. Denn das ist das, worauf es ankommt. Wir müssen auch unser Glaubensleben so gestalten, dass es zu unseren Glaubensinhalten passt. Also werden wir diesen Weg, den wir im Rottenburger Modell vorgegeben haben, auch weiter konsequent auf den unteren Ebenen leben. Dieses Modell hat sich bewährt und das werden wir jetzt auch dieses Jahr feiern. Wir feiern das 50-jährige Jubiläum dieses Modells, das wir auch sozusagen nach Deutschland hineintragen wollen. Da können wir zumindest jetzt auch in diesem Jahr ein gutes und wichtiges Zeichen setzen. Herr Karrer, in der Diözese werden ja nicht nur 1.000 Kirchengemeinderäte gewählt, sondern auch 100 Pastoralräte. Was sind denn Pastoralräte und wozu braucht man die? Ungefähr ein gutes Viertel unserer Katholikinnen und Katholiken hat einen muttersprachlichen Hintergrund, also einen nichtdeutschen Pass. Und für diese Gruppe sind 100 Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprache eingerichtet. Es sind keine staatskirchenrechtlich verfassten Kirchengemeinden, aber es sind sozusagen Pastoralgemeinden, wo ihre Kultur, ihre Form der Frömmigkeit zu leben gestaltet wird. Und diese wählen zusätzlich zum jeweiligen örtlichen Kirchengemeinderat auch noch den Pastoralrat. Das halte ich auch für wichtig, wenn wir heute über Integration und auch eine Kultur, die ganz unterschiedliche Herkünfte der Menschen berücksichtigt, gehören die Pastoralräte ganz wichtig dazu, auch in der Buntheit der katholischen Kirche bei uns. Jetzt wünschen wir drei allen Kirchengemeinden und Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprache viel Erfolg. Wir drücken die Daumen, Glück und Segen für die Wahl.